Und unsere Korrespondentin Annette Dittert ist vor dem Buckingham Palace in London, wo sich ja das Königspaar derzeit noch befindet. Woran erkennt man das denn? Und was natürlich alle interessiert, wann geht's denn los? Wann zeigen sich Charles und Camilla? Ja, das sieht man daran, dass die royale Standarte gehisst ist, die Flagge, die königliche. Das heißt dann immer, dass der Monarch im Buckingham Palace ist. Und hier hat sich schon alles aufgebaut und die Menge, die hier versammelt ist rund um den Buckingham Palace, die wartet jetzt auf Spannung, mit Spannung darauf, dass der König in der Diamond Jubilee State Coach gleich hier die Prozession beginnt und dann von hier bis zur Westminster Abbey über die Mall und dann runter nach Whitehall fahren wird, um dort in der Westminster Abbey gekrönt zu werden. Um 12 Uhr deutscher Zeit geht der Gottesdienst los. Der wird circa 2 Stunden dauern. Und dann danach gibt es eine Prozession des gekrönten Königs in dann einer sehr viel pompöseren Kutsche, in der uralten, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Imperial State Coach. Eine goldene, sehr unbequeme, wie die Queen immer gesagt hat, Kutsche, die aber sehr viel prunkvoller ist. Und der gekrönte König wird dann eben auch mit tausenden Militärs begleitet zurück zum Buckingham Palace kommen, wo er dann gegen 14:30, 15 Uhr deutscher Zeit am Balkon seinem Volk gekrönt, als gekrönter König zuwinken wird. Annette, wir hier am Bildschirm bekommen eine ungefähre Ahnung, was in der Stadt los sein muss, in der Stadt im Ausnahmezustand. Wie ist denn die Stimmung in London die letzten Tage und natürlich auch heute? Wie erleben Sie das? Die Stimmung hier rund um den Buckingham Palace ist hervorragend. Die Leute, obwohl das Wetter nicht so gut aussieht, es hat eben gerade auch wieder geschüttet, sind voller Vorfreude. Es sind, soweit ich das von hier sehen kann, schon jetzt sicher 100.000 hier, die sich rund um den Buckingham Palace versammelt haben. Aber es gibt eben auch Kritiker der Monarchie und die haben heute Morgen sich am Trafalgar Square, das ist etwa 800 Meter Luftlinie von hier, versammelt und sind dort aber offenbar von der Polizei festgenommen worden. Das ist etwas, was für keine gute Stimmung sorgen wird, denn das bedeutet, dass die Polizei ein neues Polizeigesetz, das in dieser Woche in Kraft getreten ist, wirklich in voller Härte jetzt wohl umsetzen wird. Und das bedeutet, dass wenn man nur den Verdacht hat als Polizei, dass Demonstranten etwas stören könnten, dass man schon dann festnehmen kann. Das ist ja heute Morgen geschehen. Scotland Yard hat auch dazu eben eine Pressemeldung herausgegeben, dass sie eben aufgrund dieses neuen Gesetzes tatsächlich mehrere Menschen, die gegen die Monarchie demonstrieren wollten, festgenommen haben. Und das wird, wenn das so weitergeht, heute sicher einen Schatten werfen, vor allem bei den Kritikern im Lande über diesen heutigen Krönungstag. Das zeigt ja, dass die Monarchie in Großbritannien nicht unumstritten ist. Was sind denn die Hauptkritikpunkte? Die Hauptkritikpunkte sind natürlich immer vor allem das Geld. Der britische Palast bekommt, die britische Monarchie bekommt jedes Jahr umgerechnet 100 Millionen Euro aus der Staatskasse. Die Kritiker, die Republikaner hier im Land, die sagen, das ist sehr viel mehr, wenn man noch die Sicherheitskosten und die Auslandsbesuche und die Reisen mit hinzunimmt, dann ist man mindestens bei 400 Millionen Euro umgerechnet, wenn nicht sogar mehr. Und das ist eben Geld, was fehlt in Großbritannien an allen Ecken und Enden. Wir haben hier eine ungeheuer hohe Inflation. Nach dem Brexit läuft die Wirtschaft schlecht. Es ist eigentlich kein Land, das sich so etwas wirklich leisten kann. Und da gibt es eben die größte Kritik dran. Auch im Volk, also ca. 50% der Briten, finden es nicht gut, dass Charles diese Krönungsfeierlichkeiten nicht aus der eigenen Tasche bezahlt, sondern eben den Steuerzahler bezahlen lässt. Annette, schauen wir vielleicht zum Abschluss noch mal, was derzeit in der Westminster Abbey so los ist. Dort versammeln sich ja jetzt die geladenen Gäste. Wer ist denn heute alles mit dabei? Das sind viele, viele hundert Staatsgäste aus aller Welt. Das sind royale Staatsgäste, das sind Staatschefs. Steinmeier ist da natürlich. Joe Biden, der amerikanische Präsident, ist nicht gekommen. Für ihn ist Jill Biden hier. Er hat aber heute Morgen erklären lassen, zumindest war das hier in den Meldungen, dass er im Juni oder Juli noch einmal zu einem Extrabesuch kommen wird. Also das sollte kein Affront sein. Und Würdenträger aus der Gesellschaft, viele, viele People of Color sind hier, also die Krone, der Palast hat sehr darauf gedrungen, dass die Parteien auch Mitglieder ihrer Parteien als Gäste schicken, die eben aus allen Schichten der Bevölkerung und auch verschiedene Ethnien repräsentieren und kommen. Und das wird ein buntes Bild heute und so hat sich das Charles ganz offenbar gewünscht. Annette Dittert, ganz herzlichen Dank für die Eindrücke. Für den Moment, wir sprechen später weiter. Bitteschön.